Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet, auf das ich ganz oft angesprochen wurde. Und zwar geht es heute ums Nabelchakra und auch damit verbunden natürlich die Sexualität und ganz konkret auch die weiblichen Geschlechtsorgane bzw. auch die männlichen Geschlechtsorgane. Das heißt, ich werde diese Meditation gendern. Die geht sowohl für Männer als auch für Frauen und ich werde auch beide Arten der Geschlechtsorgane ansprechen, dass die gereinigt werden. Um was geht es eigentlich? Jedes Mal, wenn wir uns mit jemandem einlassen, auf sexuelle Art und Weise, gibt es eine Verbindung. Das heißt, es bleibt etwas von dem Partner, der Partnerin bei dir. Das ist eine Vermischung von Energien. Also es gibt in dem Sinn keinen unverbindlichen Sex, keine unverbindliche Sexualität, auch wenn man nachher nie wieder Kontakt miteinander hat und es auch sonst keine Konsequenzen gibt, bleibt doch Energie drinnen. Und man ist auf eine Art und Weise verbunden. Und das ist eben, ja, das ist halt so, das ist jetzt weder gut noch schlecht, sondern das wirkt so. Und man sollte sich das auch, denke ich, immer wieder vor Augen halten und achtsam mit der eigenen Sexualität, mit der Intimität umgehen und sich da auch immer wieder ausreinigen. Das heißt, die heutige Meditation spielt auch darauf an, dass man diese alten Verbindungen ablöst, reinigt und trennt auf der sexuellen Ebene. Darüber hinaus nehme ich auch körperlich gleich einmal, wenn es Menstruationsbeschwerden gibt, nehme ich die auch noch mit. Das heißt, man kann generell so dieses, den ganzen Unterleib sanieren und einfach damit arbeiten und schauen, dass eben sich das auf einer energetischen Ebene wieder harmonisiert. Natürlich, wie bei jeder Körperreise, auch gilt auch bei den Geschlechtsorganen, ich rede immer von den energetischen Geschlechtsorganen, dem energetischen Doppel, also nicht von den Organen im medizinischen Sinne. Und diese Meditation ist natürlich auch keine Diagnose oder ersetzt einen Arztbesuch, sondern sie soll dir einfach so ein Bewusstsein schaffen, was du da energetisch alles drauf hast und wie man das am besten reinigen kann. Das Ganze ist eine Reise eigentlich zu dir selber und mit dir selber. Und du wirst auch merken, dass wenn wir bei den Geschlechtsorganen arbeiten, dass das dann raufzieht, auch noch einmal bis zur Leber und die Leber mit reinigt. Da gibt's einfach eine subtile Verbindung auch hin. Aber das wirst du dann gleich erleben während der Meditation. Und ja, dann schaust du mal, wie sich das dann anfühlt und wie es dir da geht. Grundsätzlich ist das jetzt nicht etwas Negatives. Also man braucht jetzt keine Angst haben vor diesen energetischen Verwicklungen. Und es kann auch sein, dass dir während dieser Meditation einfach so Ex-Partnerinnen oder Partner einfallen, dass du da die Gesichter wahrnimmst oder dass du die auftauchen während der Meditation. Das ist einfach so ein Zeichen, dass man die jetzt dann rausgehen lassen kann. Also du bist nicht mit der konkreten Person verbunden, sondern es ist so, im Prinzip so die Erinnerung an diese Person ist so geprägt. Und das sieht man dann oft so mit dem Gesicht des jeweiligen Partners. Also werden wir jetzt einfach gleich mal loslegen mit dieser Reinigung der Geschlechtsorgane. Und auch bei Menstruationsbeschwerden kann man diese Meditation anwenden. Also einfach nenne ich diese Meditation Reinigung und Heilung der Geschlechtsorgane. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Reise. Zur Einstimmung schließ einfach mal deine Augen. Setze oder lege dich entspannt hin. Und atme einfach mal so tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer,
angenehm schwer. Dein ganzer Körper ist jetzt angenehm ruhig und entspannt. Erlaube dir jetzt, ganz in deinem Tempo immer tiefer und tiefer in dein Bewusstsein zu sinken, in deine innere Kraft, deine innere Heilenergie. Es gibt eine Kraft in dir, die alles heilen kann. Und mit dieser inneren Kraft, dieser inneren Heilungsenergie, trittst du jetzt in Verbindung. Und diese Heilungskraft ist ganz tief in dir verborgen, in deinem Inneren. Diese Energie kommt nicht von außen zu dir, sondern ist in dir. Sie ist dein innerster, unberührter, heiler Anteil. Der Teil von dir, der absolut unverletzt und unberührt ist. Und du atmest jetzt tief ein und lässt dich von deinem Atem zu diesem Punkt tragen. Du sinkst jetzt ganz in diese heilende Energie. Du kannst dir das vorstellen wie ein ganz harmonischer Urlaubsort. Ein Ort mitten in der Natur, wo du dich wohlfühlst. Vielleicht an einem Gewässer, an einem See, an einem Bach, am Meer. Vielleicht im Wald. Es ist auf jeden Fall ein Ort, wo du dich absolut wohlfühlst. Und wo du dich entspannen kannst. Du hast kein Handy. Du hast nichts mit, was dich ablenken kann. Du bist eins mit diesem wundervollen Ort. Und du fühlst dich an diesem Ort sicher und geborgen. Du bist an diesem Ort absolut behütet und beschützt. Es ist dein inneres Heiligtum. Und bei diesem Heiligtum kannst du nun deine Alltagskleider abstreifen und ganz nackt mit dir selber sein. Du streifst deine Alltagskleider und damit dein Alltagsbewusstsein ab. Legst auch allen Schmuck ab und fühlst dich frei und wohlig. Nichts, was dich einengt, nichts, was dich kratzt um dich herum. Und du spürst auch, dass die Umgebungstemperatur angenehm für dich ist. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Perfekt. Du bist an diesen Ort gekommen, um Vergangenes loszulassen, um eine tiefe Reinigung zu erfahren. Eine Reinigung deines Intimbereichs, deiner Geschlechtsorgane.
und du spürst, dass es an der Zeit ist, diesen Bereich deines Körpers absolut zu reinigen und auf eine höhere Schwingung zu bringen. Vielleicht hast du Vorurteile gegenüber deiner Geschlechtsorgane. Vielleicht hast du schlimme Erfahrungen gemacht auf der sexuellen Ebene oder hast schon ein Kind geboren. Vielleicht warst du mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen, der deine Würde nicht so wahrgenommen hat und nicht gefördert hat. Egal, was es auch ist, es können auch Menstruationsbeschwerden sein, bei der Frau oder beim Mann Prostatabeschwerden. Es kann das Gefühl sein, dass man Potenzprobleme hat. Egal, um was es geht, dein Heiligtum, dein innerster, intimer Bereich wird heute geheilt und gereinigt. Und zu diesem Zweck verbinde ich mich jetzt mal mit einer absolut neutralen Energie, also weder Mann noch Frau, sodass diese Reise absolut angenehm für dich verläuft. Du wirst jetzt in ein weißes Licht getaucht und dieses weiße Licht reinigt jetzt mal deinen Unterleib. Wenn du eine Frau bist, wenn deine Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Scheide wird jetzt gereinigt und bei einem Mann der Hoden, die Prostata, der Penis wird einfach in weißes Licht getaucht. Und dieses Licht reinigt jetzt mal. Das ist fast so, als würde man duschen. Das ist mal so eine erste Reinigung. Und nun beginnt eine Heilungsenergie zu fließen. Diese Heilungsenergie entspannt deinen Unterleib, wenn du Regelbeschwerden hast oder mit der Prostata kämpfst oder auch einen Pilz oder eine Infektion hast. Da hilft jetzt mal diese Heilenergie auf energetischer Ebene. Sie erfüllt deine Geschlechtsorgane in einem sanften Licht. Löst Entzündungen, Verspannungen, Verkrampfungen. Schwellungen. Und erlaubt dir, dass du noch ruhiger und weicher wirst. Du spürst, dass jetzt Heilung stattfindet. Und während diese Heilungsenergie fließt, diese entkrampfende, klärende, zentrierende Energie, machst du dich jetzt daran, Fremdenergien zu lösen. Fremdenergien, die du auf deinen Geschlechtsorganen gespeichert hast. Und das funktioniert jetzt wie folgt.
Du stellst dir jetzt einfach mal vor, dass aus deiner Scheide oder deinem Penis goldenes Licht abfließt. Aus deiner Scheide oder aus deinem Penis fließt jetzt goldenes Licht zur Erde. Stell dir vor, dass zwischen deinen Beinen ganz bewusst ein Lichtstrahl goldenen Lichts zur Erde fließt. Und dieser Lichtstrahl fließt in die Erde und wird dort gereinigt und löst sich wieder. Also die Energie, die da in die Erde fließt, wird gereinigt und neutralisiert. Und die fließt jetzt eben aus deiner Scheide oder aus dem Penis hinaus. Und du erlaubst jetzt, dass diese Energie, dieses Licht, das jetzt abfließt, sämtliche Liebhaber oder Liebhaberinnen, also alle Verkettungen mit Liebhabern oder Liebhaberinnen, die auf der sexuellen Ebene entstanden sind, einfach mal ausreinigt und löst. Ich lasse sämtliche Verstrickungen und Verkettungen mit Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen los. Und du spürst, wie diese reinigende Energie jetzt durch deine Geschlechtsorgane fließt und Stück für Stück alle fremden Energien löst, die du auf sexuelle Art und Weise gespeichert hast. Lass diese Energie jetzt einfach mal fließen. Wenn dir gewisse Ex-Partnerinnen oder Ex-Partner einfallen, dann ist das okay. Lass diese Bilder einfach weiter in die Erde fließen. Und erlaube dir, dass eine tiefe Reinigung deiner Geschlechtsorgane stattfindet. Vielleicht fallen dir auch Menschen ein, mit denen du gar nicht sexuell hattest, aber vielleicht trotzdem irgendwie verbunden warst. Dann kann das auch sein, dass dir diese Menschen da jetzt unterkommen. Und das ist jetzt eine ganz, ganz tiefe Reinigung. Wenn du den Reinigungsprozess noch etwas verändern willst, dann kannst du, musst du aber nicht, dir auch vorstellen, dass das eine Menstruationsblutung ist oder eben wirklich Körperflüssigkeit, Samenflüssigkeit, Scheidenflüssigkeit. Egal, was du dir vorstellen möchtest, dass das abfließt. Das muss aber nicht sein. Also du kannst es auch neutral im Licht halten. Mit dieser Meditation und diesem Ritual fordere ich meinen inneren Tempel wieder zurück. Und du spürst, dass das jetzt abfließt. Und du spürst immer mehr und mehr, dass du weiter wirst, weicher wirst. Und dass sich mehr und mehr fremde Energien von deinen Geschlechtsorganen lösen. Anspannungen lösen sich. Auch Selbstboykott löst sich. Vorurteile, die du vielleicht selber gespeichert hast, lösen sich.
Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass deine innere Heilungsenergie dir dabei hilft, alles zu 100% loszulassen, was auf deinen Geschlechtsorganen gespeichert ist und was jetzt keinen Platz mehr hat. Ein Abschließen mit der Vergangenheit, ein Lösen der Vergangenheit. Bleib ganz bei dir, ganz in deiner Kraft und lass diese Heilungsenergie durch dich durchfließen. Du spürst, wie sich dein Unterleib mehr und mehr entspannt, wie du immer offener und klarer wirst und immer freier und friedvoller. Und während diese Energie läuft, spürst du auch, dass sich jetzt so auf deiner rechten Seite bei der Leber auch einfach was mit reinigt, nämlich der aufgestaute Stress und Druck, die Ärgernisse, die dort gespeichert waren, die lösen sich jetzt damit auf. Und du spürst, dass du ruhiger und zufriedener wirst. Und du spürst mehr und mehr, dass du dich auf dein Sexualzentrum absolut verlassen kannst, dass da deine Kraft, deine Lebenslust drinnen steckt. Und auf die kannst du dich verlassen. Und du vergibst dir jetzt selber, wenn noch irgendwelche Vorwürfe drinstecken, und gibst dir selber das Versprechen ab, jetzt klar, rein und gut mit dir umzugehen. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie dein Unterleib, deine Geschlechtsorgane entspannt sind, dass sich sämtliche Anspannungen, Verkrampfungen gelöst haben. Und dass du ganz in deiner Mitte bist. Erlaube jetzt deiner geheilten Energie auch nochmal alle Energien von allen Ex-Partnerinnen und Partnern zurückzuholen, die du ausgegeben hast, die vielleicht noch gebunden war. Hier und heute hole ich mir alle meine sexuelle Energie zurück, die noch bei anderen Menschen gebunden war, und lasse sie wieder bei mir einfließen. Und du spürst jetzt, wie du klarer wirst, wie du freier wirst, wie du bewusster wirst. Und du spürst auch, wie sich sämtliche ererbten Themen deiner Sexualität, also vom Familiensystem her, lösen.
Alle Verkettungen des Familiensystems fallen jetzt auch von dir ab und du spürst, dass du stabil und klar und kraftvoll zu dir stehen kannst. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und fühl mal in deinen Unterleib. Spür, wie entspannt der ist. Und spür mal, wie viel Platz da jetzt wieder ist, wie viel Kraft und wie viel Energie. Und mach dir jetzt bewusst, dass du mit deiner erwachsenen Energie, mit deinem vollen Bewusstsein jetzt gut über deine Sexualenergien wachen wirst und sie weise verteilen wirst und auch deine kreativen Energien für dich neu umsetzen kannst. Also du kannst jetzt diese frei gewordene, neu gewonnene Sexualenergie, kreative Energie auch über deine Wirbelsäule hochsteigen lassen, über deinen Rücken hoch steigt jetzt ein angenehmes Licht. Deine Sexualkraft steigt jetzt über die Wirbelsäule hoch, löst dort alle Verspannungen hoch bis zum Atlas, zu deinem Schädel. Und du spürst, dass diese Energie einen Kreislauf macht. Sie fließt also hinten bei deiner Wirbelsäule hoch, über dein Kronenchakra aus. Und fließt wieder runter durch dein Wurzelchakra und macht einen Kreislauf in deinem Energiefeld. Und du spürst, dass du klarer wirst, dass du aktiver bist, dass mehr Freude und Lebenslust in dir aktiviert werden. Und dir wird jetzt bewusst, dass du ganz im Hier und Jetzt bist, dass nichts aus deinem Umfeld dich einschränken kann in deiner Lebensenergie, deiner Lebenslust und deiner Kreativität, dass nichts und niemand dir deine Würde nehmen kann, dass nichts und niemand deinen Raum betreten kann, sondern dass alles deine Erlaubnis braucht, um in dein Heiligstes zu kommen. Und du spürst jetzt, wie du klar bist, wie du erleichtert bist, wie du dich erdest. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du kannst jetzt wahrnehmen, dass du ganz im Frieden mit dir bist, an diesem friedlichen, heiligen Ort. Und du spürst, dass du jetzt dein Gewand, deine Alltagsklamotten wieder anziehen kannst. Du legst sie wieder an und atmest mal tief ein und wieder aus. Und jetzt werden noch alle Türen verschlossen, die vielleicht noch offen waren, zu Ex-Partnerinnen, Ex-Partnern. Alle Türen verschlossen zu deinem Ahnensystem. Und du spürst, dass du in diesem neu gewonnenen Licht völlig klar und ausgerichtet positiv nach vorne gehen kannst. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus
spürst nochmal in deine Geschlechtsorgane, spürst, wie entspannt die sind, spürst deine gute Verbindung zu deinen Geschlechtsorganen, spürst deine Würde als Frau oder Mann, spürst deine unendliche Kreativität und Lebenslust und bedankst dich für ihr Dasein. Und Schritt für Schritt machst du dich jetzt auf den Weg, diesen inneren Heiler zu verlassen und wieder zurück in dein Alltagsbewusstsein zu kommen. Du streckst deine Arme durch und bewegst sie. Du streckst deine Beine durch und bewegst sie. Du bewegst deinen gesamten Körper und atmest tief ein und wieder aus. Fühlst nochmal nach, fühlst die Energie, die durch dich fließt. Und wenn du dazu bereit bist, dann kommst du ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und spür einfach nochmal nach, spür mal, wie klar und gereinigt dein Unterleib ist. Bedank dich bei deinem inneren Heiler, bei deiner inneren Heilerin, bei deinem heilen, heiligen Ort und mach dir bewusst, dass du jederzeit wieder in diese Energie eintauchen kannst. Und du kannst diese Meditation natürlich öfter machen und wiederholen, wenn du das möchtest. Und du wirst merken, dass sich da immer die Qualität verändert. Wenn dir diese Übung, diese Meditation gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker.